Hallo, ich bin der Gerhard und dies ist mein Kanal Kunst geht so. Und das ist die Katze vom Nachbarn, die lenkt mich jetzt ein kleines bisschen ab. Die verlangt die Dose. Ne? Okay, ihr habt sie wahrscheinlich gehört, seit ich mein Studio hier habe, kommt die Katze vom Nachbarn und besucht mich und findet es ganz spannend, dass sie hier mal so durchlaufen darf. Okay, und jetzt wieder zurück. Heute geht's um das Urban Sketching. Urban Sketching ist eine Bewegung, die über die USA um die Welt schwappt. Und es geht dabei um Zeichnungen aus bewohnten Gebieten, also urbane Situationen. Urban Sketching ist nicht Landschaftsmalen, sondern es muss irgendetwas Bewohntes dabei sein. Straße, Häuserschluchten, Stadt, Dorf. Es kann auch nur ein Haus sein, aber es muss etwas auf eine bewohnte Situation, auf eine urbane Situation hinweisen. Die Sketcher teilen ihre Werke im Internet. Und so habe ich zum Beispiel einige Sketcher-Freunde aus Brasilien. Wenn er mich fragt, wie es dazu kam, keine Ahnung, das hat sich einfach so ergeben durch das Teilen, hat jemand aus Brasilien geantwortet. Und seitdem sehe ich, was die Sketcher in Brasilien machen und die sehen, was ich hier zeige. Urban Sketching ist zu einem weltweiten Bildjournalismus geworden und das ist das Spannende am Sketchen. Eine der Auflagen bei Urban Sketching ist, dass man direkt vor Ort malt oder vor Ort zeichnet. Das mache ich hier nicht. Ich bin im Studio. Das hat den Vorteil, dass ich einfach die Malsachen leichter ablegen kann, die Kamera leichter einstellen kann. Das Licht ist im Studio auch gleichmäßig. Also das ist schon weit, weit einfacher, als wenn ich vor Ort male oder zeichne und euch das dort zeige. Hier seht ihr auch die Farben, mit denen ich male. Und ich habe jetzt zuallererst den Himmel angelegt und die ganze Situation ist in Spanien, in Barcelona, die Torre Mapfre. Die seht ihr unten am Meer und da geht so ein Landungssteg ins Meer hinaus und von dort aus habe ich das Ganze gemalt. Diese Landungsstege, die sind anscheinend noch von früher, die werden nur noch als Flaniermeile benutzt. Und ich zeichne hier nach einer Skizze, die ich dort gemacht habe und beginne das Ganze mit einem Untergrund und auf diesen Untergrund male ich. Ich habe doch gesehen, dass ich also nicht vorskizziert habe, sondern ich male direkt drauf los und zeichne später dann über das Ganze. Die Farben sind bis jetzt gebrochen, entweder mit Weiß stark gebrochen oder sie sind dunkel und jetzt kommt leuchtende Farbe dazu, denn jedes Bild muss in erster Linie nach drei wichtigen Farbkontrasten ausbalanciert werden und das ist eben dieser Bunt-Unbunt-Kontrast, der Hell-Dunkel und der Mengenkontrast. Bunt-Unbunt heißt bei Itten auch Qualitätskontrast, das sind ein bisschen verfängliche Namen. Ich nenne es ganz oft leuchtende Farbe zu gebrochener Farbe. Das klingt zwar nicht schön, aber das trifft es wieder besser. Man kann es leichter verstehen. Und was jetzt so im Moment passiert, ist einfach so das Auswiegen der Farbe nach heller und dunkel, leuchtend und stumpf, viel und wenig. Viel und wenig ist einfach die große Fläche und die kleine Fläche. So, hier seht ihr jetzt nochmal, wie leuchtende Farbe kommt, wie die Farbe gleich leuchtet. Das liegt natürlich an der vielen gebrochenen Farbe. Oben grau, im Hintergrund der Türme mit weiß stark gebrochene Farbe. Und dann leuchtet natürlich auch die rein bunte Farbe ganz ordentlich. Und zum Schluss muss eben alles noch zueinander in Stimmung gebracht werden, ausgewogen werden, die Übergänge gemacht werden. Das seht ihr hier gerade. Thank you.
Ja, und wie immer, wenn euch mein Video gefallen hat, dann bitte gebt mir ein Like, läutet die Glocke, gerne schreibt etwas in die Kommentarleiste. Bleibt tough und wir sehen uns zum nächsten Video. Adios!